Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit LEGO Fantastic Beasts und da habe ich hier das Set mit der Nummer 75952, Newt und seine magischen Tierwesen. Das Set ist aus dem Jahr 2018, die Altersempfehlung von LEGO ist 8 bis 14 Jahre und für 49,99 bekommt man genau 694 Teile. Aber das Set gibt's auch schon im freien Verkauf, da bekommt man es auch schon deutlich günstiger. Ein Link zu dem Angebot findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Im Set haben wir dann diese vier Minifiguren. Und hier auf der Rückseite sieht man dann auch nochmal die Tierwesen und die ganzen Funktionen, die der Koffer dann zu bieten hat. Die testen wir aber gleich gemeinsam am aufgebauten Modell. So, aber bevor wir loslegen, gehen natürlich auch heute wieder wunderschöne Grüße an Hau drauf, an Sebastian Scissor, an Beldigö Thema Lego, an Michael F. Kevin Fresh 2.0, an XX Zocki XX, Martin Kühl, Weihnachtsmann, Zigbee Pinguin, Moro, Lupa Fußball, Hencool XD und Karl S. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. Okay, dann werfen wir mal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, wie viele Tüten hier drin sind. So, in der Box hatten wir jetzt insgesamt vier nummerierte Tüten mit den Nummern 1 bis 4. Dann haben wir hier noch eine unnummerierte Tüte, da ist ein Flügel drin. Ich dachte zuerst, der andere Flügel fehlt, weil nur der hier lose drin lag. Aber der zweite Flügel, der ist hier in Tüte 1, also das ist auch irgendwie ganz komisch. Warum sie den zweiten Flügel da nicht auch noch mit reingetan haben, keine Ahnung. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch einen Stickerbogen mit einigen Stickern. Und noch zwei Anleitungen. Die erste haben wir hier, die sieht so aus. Die hat insgesamt 44 Seiten. Da baut man dann schon mal, denke ich mal, die Tierwesen. Und die zweite Anleitung haben wir dann hier, die sieht so aus. Die hat dann auch nochmal 80 Seiten. Und wenn alles zusammengesteckt ist, dann sieht es nachher so aus. Und ich baue das jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, fertig! Für den Aufbau habe ich jetzt so circa anderthalb Stunden gebraucht und so sieht das Ergebnis aus. Ich muss auch wieder sagen, der Aufbau hat richtig viel Spaß gemacht und zwar nicht nur der vom Koffer, sondern auch von den Tierwesen. Die Tierwesen sehen fantastisch aus, aber auch der Koffer hat viel zu bieten, den kann man ja noch aufklappen, das wisst ihr vielleicht schon. Das schauen wir uns aber erst nachher an. Als erstes werfen wir natürlich wieder einen Blick auf die Minifiguren. Und dann starten wir hier mal mit dem Besitzer des Koffers, und zwar Newt Scamander. Er hat in der einen Hand hier einen Zauberstab und in der anderen Hand, da hat er schon eines der magischen Tierwesen, und zwar ein Bowtackle. Ich denke mal, dass es Pickett sein wird. Den trägt er ja sehr oft mit sich herum. Das ist hier auch bloß so ein grünes Grasteil von Lego. Ich finde aber, das passt ja zu einem Bowtackle eben, das ist eine witzige Idee. Und das ist eben das erste Tierwesen. Ohne das Zubehör sehen wir hier mal die tolle Torso-Bedruckung von Newt Scamander. Das sieht wirklich richtig gut aus mit der braunen Weste und darunter eben noch das weiße Hemd. Die Hose ist dunkelbraun und unbedruckt. Das Gesicht sieht auch toll aus, genauso wie das Haarteil. Ich finde, es passt ganz gut zu der Figur. Von hinten sieht man jetzt hier noch ein paar Details eben von der Weste. Und die Figur, die hat auch zwei Gesichter, also einmal das hier vorne. Und das zweite Gesicht, das sieht dann so aus. Die zweite Minifigur ist dann hier Tina Goldstein. Auch sie hat einen Zauberstab in der Hand und in der anderen Hand hat sie noch eine Teekanne mit abnehmbarem Deckel. Und so sieht es dann aus, wenn man den Deckel abnimmt. Die Teekanne hat Tina und Newt ja verwendet, um das Okami wieder einzufangen. Das Okami schauen wir uns nachher natürlich auch nochmal ein bisschen genauer an. Aber vorher schauen wir uns hier Tina Goldstein auch nochmal ein bisschen genauer an. Und sie hat auch wieder eine sehr, sehr tolle Torso-Bedruckung. Bei ihr sind die Beine leider auch unbedruckt. Aber bei ihr mag ich vor allem das Haarteil. Das hat so ein tolles Molding, einen tollen Schnitt, könnte man sagen. Und auch die Farbe sieht gut aus. Von hinten sieht man da noch ein paar Details. Also jetzt nichts Aufregendes, aber halt so ein paar Details noch von der Jacke. Und auch die Figur hat zwei Gesichter. Also einmal dieses hier vorne. Und das zweite Gesicht haben wir dann hier. Hier schaut es ein bisschen ernster rein. Die dritte Minifigur im Set ist dann hier Queenie Goldstein, die Schwester von Tina. Sie ist ebenfalls eine Hexe und hat deswegen auch einen Zauberstab in der Hand. Und die Figur ist die einzigste Figur im Set, die auch bedruckte Beine hat. Das sieht super aus, aber auch die Torso-Bedruckung gefällt mir hier richtig gut. Das Haarteil finde ich auch super, das habe ich ja schon bei der Minifiguren-Sammelserie gesagt. Das hat auch wieder ein tolles Molding und die Farbe ist auch sehr außergewöhnlich, das finde ich richtig gut. Von hinten sieht man hier auch noch die Rückenbedruckung, die ist auch ein bisschen aufwendiger wie bei den anderen beiden Figuren.
Und die Figur, die hat auch noch ein zweites Gesicht. Also einmal dieses hier vorne. Und das zweite Gesicht haben wir hier. Das sieht einfach genial aus. Jetzt so ein richtig breites Grinsen oder schon ein breites Lachen auf den Lippen. Also das sieht einfach nur cool aus. Und die vierte und letzte Minifigur im Set ist dann hier der Nomad oder der Muggel, wie man in England sagt, Jacob Kowalski. Er hat einen schwarzen Regenschirm in der Hand. Und hier sehen wir die Figur jetzt mal ein bisschen genauer. Er trägt hier seine Sicherheitsausrüstung, sage ich mal, also seinen Helm und die Weste. Die hat er ja getragen, als er mit Newt zusammen im Central Park war und da das Rampant einfangen wollte. Also ich finde, das ist schon richtig gut nachgemacht worden. Hier unter der Weste sieht man eben noch seinen Anzug oder sein Jackett. Das sieht richtig gut aus und auch der Helm, finde ich, passt ziemlich gut dazu. Auf dem Gesicht sieht man hier dann auch noch die Schnalle von dem Helm, also das sieht alles richtig gut aus. Ich zeige euch die Figur natürlich auch mal kurz von hinten. Da sieht man ebenfalls nochmal die Weste, also das ist wirklich gut bedruckt worden. Das sieht richtig gut aus. Aber die Figur, die hat auch noch ein zweites Gesicht und bei der Figur ist auch noch ein Haarteil mitgeliefert worden. Das zweite Gesicht sieht dann so aus, eben mit dem Haarteil. Jetzt sieht man auch nicht mehr die Schnalle eben auf dem Gesicht von dem Helm. Ich finde es eigentlich eine nette Zugabe, dass man ihn einmal hier eben mit Helm darstellen kann und dann einmal hier mit seinem Haarteil. Gut, und das waren dann mal die vier Minifiguren aus dem Set. Ihr könnt heute natürlich wieder abstimmen, welche davon euch am besten gefällt. Und zudem könnt ihr heute auch abstimmen, welches der magischen Tierwesen euch am besten gefällt. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Den Bowtackle hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Das zweite magische Tierwesen ist dann hier der Niffler. Und den finde ich einfach super. Also er ist wunderbar bedruckt worden. Er besteht auch bloß aus einem Teil. Und ja, er sieht einfach süß aus. Das nächste magische Tierwesen ist dann schon etwas größer, wobei das Okami sich ja immer der Gegebenheit anpasst, also je größer der Raum, desto größer wird auch dieses Tierwesen. Im Film wurde es ja dann von Tina und Newt in die Teekanne reingelockt und da hat sich es dann eben auf die Größe der Teekanne verkleinert. Und wenn wir unser Lego-Modell hier komplett nach hinten hin ausstrecken, dann ist es 20 cm lang. Und wenn wir die Flügel nach außen klappen, dann ist es bis zu 11 cm breit. Das Okami ist dann auch recht beweglich. Also ihr seht hier viele Kugelgelenke und einzelne Glieder, sage ich mal. Die lassen sich dann alle bewegen, wie man eben möchte. Ihr habt ja vorhin gesehen, man kann es auch hinstellen oder eben so verdrehen, wie man es möchte. Die Flügel sind dann auch noch beweglich. Die kann man nach oben und unten bewegen. Und hier vorne am Kopf haben wir dann auch noch Bewegungsmöglichkeiten. Wir können nämlich den Unterkiefer nach oben schnappen lassen und eben auch wieder nach unten. Und ich finde, der Kopf sieht auch super aus. Also die Bedruckung hier von dem Kopf, das sieht wirklich gut aus. Ich zeige ihn euch mal kurz von allen Seiten. Das ist dann ein großes Teil. Nur hinten die beiden Hörner wurden rangesteckt und eben unten noch der Unterkiefer. Und auch der Kopf ist komplett beweglich. Also hier ist auch ein Kugelgelenk. Deswegen kann man den Kopf auch verdrehen, wie man möchte. Das nächste magische Tierwesen ist dann hier der Donnervogel und da es sich hier eben um Newts Koffer handelt, denke ich mal, dass es sich bei diesem Donnervogel um Frank handelt, den Newt eben in Arizona freilassen möchte. Das Lego-Modell, so wie wir es hier gerade sehen, hat eine Länge von ca. 20 cm, eine Flügelspannweite von 17 cm und eine Kopfhöhe von ungefähr 7 cm. Und auch bei dem Donnervogel haben wir wieder sehr viele Bewegungsmöglichkeiten. Das Kopfteil und der Unterkiefer, das ist dasselbe Teil wie vorhin schon bei dem Okami. Hier ist es eben nur anders bedruckt worden und es sieht auch super aus. Hier vorne der goldene Schnabel und natürlich können wir hier auch wieder den Unterkiefer nach oben schnappen lassen. Zudem ist der Kopf auch recht beweglich, der ist hier ebenfalls an einem Kugelgelenk befestigt. Den kann man dann auch drehen, wie man möchte. Hier wurden dann auch bloß die Hörner hinten rangesteckt. Die Flügel sehen auch super aus und sie haben, wie gesagt, eine sehr große Spannweite von ungefähr 17 cm. Hier seht ihr es mal von oben, also es sieht schon super aus, vor allem die ganzen goldenen Details gefallen mir richtig gut. Hier an dem Donnervogel wurden dann auch ein paar Aufkleber angebracht, die sieht man hier auf dem Rücken, da sieht man ja so ein bisschen das Gefieder. Das passt aber, das ist ganz okay. Von hinten sieht man dann hier noch die anderen Flügelpaare und hier hinten der Schwanz, das sind zwei goldene Peitschen mit den Flügeln hier am Ende. Also ich finde, das sieht super aus. Das lässt sich hier auch noch ein bisschen bewegen. Hier ist so ein Scharnier.
Dann kann man das noch ein bisschen verstellen, wenn man möchte. Und was mir hier an dem Tier besonders gut gefällt, sind die Beine. Die sind super gebaut worden. Sie sind hier oben ebenfalls an einem Kugelgelenk und hier unten auch. Und durch die Krallen steht der wirklich bombenfest. Also ich dachte schon, dass der leicht umkippen würde, aber ist gar nicht der Fall. Also die Krallen sind getrennt voneinander beweglich, genauso eben wie die Füße, die hier eben an dem Kugelgelenk sind. Also der steht wirklich bombenfest. Das finde ich super. Und dadurch kann man den Vogel eben in tollen Posen darstellen. Das letzte magische Tierwesen ist dann hier der Rumpant und ich muss sagen, der hat mir vom Aufbau her am meisten Spaß gemacht. Hier wurden auch tolle Bautechniken verwendet und das Ergebnis, finde ich, sieht auch hier fantastisch aus. Man merkt einfach, dass es eben so, ja, so ein schweres Tier ist und wenn man es anhebt, dann ist es auch recht schwer, es ist recht massiv gebaut worden. Da kann ich euch gleich mal eine tolle Bautechnik zeigen und zwar hier bei den Vorderbeinen. Die sehen ja so optisch schon mal richtig gut aus, man erkennt eigentlich nicht, wie sie befestigt sind, deswegen werde ich die hier mal kurz abmachen. Hier seht ihr dann mal, wie das gebaut worden ist. Also dieses Kugelgelenk geht hier in diese Fassung eben im Inneren rein. Wenn das dann eben so zusammengesteckt ist, dann sieht man von außen eigentlich gar nicht mehr, wie es befestigt ist. Und es hat eine tolle Beweglichkeit. Also das ist so eine Bautechnik, die hat mir richtig gut gefallen. Bei den Beinen können wir natürlich dann unten noch die Füße bewegen. Die sind hier an Klickgelenken dran. Dasselbe ist natürlich hier auf der anderen Seite auch noch der Fall. Die Hinterbeine sehen auch ganz gut aus. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, sind hier diese Technikteile, die man, also die Löcher hier, die man noch sieht. Die hätte man vielleicht noch ein bisschen verkleiden können. Aber ansonsten finde ich, sieht das Teil schon richtig gut aus. Hier vorne haben wir dann auch noch ein paar Bewegungsmöglichkeiten am Kopf. Also der ist auch noch beweglich. Den kann man nach oben und unten bewegen und natürlich auch zu den Seiten. Da sind ebenfalls, oder das ist ebenfalls hier an dem Kugelgelenk befestigt. Die Augen, das sind übrigens bedruckte Teile. Die haben wir dann auf beiden Seiten und hier vorne sehen wir eben noch das Horn. Also auch ein sehr, sehr schönes Tierwesen, wie ich finde. Und ihr könnt, wie gesagt, heute für euer Lieblingstierwesen abstimmen. Die Abstimmung findet ihr, wenn ihr rechts oben auf dem weißen Kreis mit dem i klickt. Gut, und dann kommen wir jetzt noch zu dem Koffer. So wie wir ihn hier gerade sehen, ist er ca. 13 cm hoch, 16 cm breit und 4 cm tief. Wir schauen ihn uns erstmal kurz von allen Seiten an. Von dieser Seite, also von hinten oder von unten, je nachdem wie man es sieht, das ist jetzt nicht so spannend. Aber ich finde von den Seiten hier zum Beispiel, da ist er recht schön verziert worden, auch noch mit diesen Platten. Von vorne sieht er, finde ich, am besten aus. An den Seiten haben wir auch noch hier diese ganzen Verzierungen, die noch so ein bisschen das gewisse Etwas geben. Auch die Verzierungen hier in der Mitte, das sieht richtig gut aus. Und von dieser Seite sieht er fast nochmal genauso aus wie von der anderen Seite. Hier unterscheiden sich bloß ein bisschen noch die Farben. Ich habe den Koffer mal kurz hingelegt, so sieht der dann von unten aus und jetzt können wir ihn uns nochmal von oben anschauen, weil da gibt es auch noch ein paar nette Details zu entdecken. Hier sehen wir zum Beispiel die Initialien von Newt Scamander hier NS, das ist ein Aufkleber, genauso wie dieses Schloss hier. Hier sieht man dann Muggleworthy, also in Deutsch muggelgerecht. Da drückt Newt ja drauf, als er in Amerika einreist und wenn man da drauf drückt, dann ist der Koffer eben ganz normal, also dann sind ganz normal Klamotten drin, wie bei normalen Menschen eben, also bei Muggeln, bei No-Matches. Hier haben wir dann noch den Tragegriff, den kann man dann auch noch ein bisschen verstellen, also nach oben bringen. Der sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und hier an den Seiten haben wir noch diese Teile. Die haben zwar keine Funktion, man kann sie zwar, oder man kann so tun, als wenn man den Koffer eben öffnet und diese Teile erstmal runterklappt. Hat wie gesagt keine Funktion, sieht aber optisch ganz gut aus. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man jetzt eben den Koffer öffnen. Wir können nämlich jetzt hier den Deckel öffnen. Das sieht dann mal so aus. Jetzt hat man hier schon mal einen kleinen Einblick in das Innere des Koffers. Zudem können wir diese Teile hier auch noch nach oben hin öffnen. Hier befindet sich jetzt eine Leiter, die könnten wir dann noch nach oben hin rausklappen. Und zu guter Letzt können wir den Koffer auch noch zu den Seiten hin öffnen. Das geht alles ganz einfach. Das zieht man einfach hier auseinander. Und dann kann man den so hier aufhalten. Und dann haben wir jetzt hier eben Newts magischen Koffer von innen und den können wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer anschauen. Dann starten wir hier mal bei dem Eingang. Hier vorne sieht man die Treppe, über die man dann eben in den magischen Koffer einsteigen kann. Hier vorne haben wir auch noch zwei Aufkleber, die so ein bisschen eine Holzoptik andeuten.
Auf dieser Seite haben wir dann hier hinten ein paar Tränke, die hole ich mal kurz raus. Die sehen wir hier mal ein bisschen genauer. Oben haben wir einen Edelstein, der dann so der Verschluss ist. Und unten haben wir noch eine glitzernde Flüssigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir hier dann noch einen Arbeitstisch. Und darüber haben wir auch wieder einen Aufkleber. Da sieht man ein Bild. Ich glaube, das ist die Schulfreundin von Newt Scamander. Okay, dann können wir diesen Deckel hier mal wieder schließen. Das geht auch ganz leicht. Und ich finde, das sieht auch super aus. Von den Außenseiten sehen wir hier dann noch ein paar Fenster. Die haben wir auch auf beiden Seiten. Zudem noch ein bisschen Grünzeugs. So, und hier sehen wir dann mal die linke Seite des Koffers. Hier gibt es auch einige Details zu entdecken, wie zum Beispiel ein Waschbecken mit einem goldenen Wasserhahn. Und hier hinten haben wir noch ein paar Werkzeuge, ein Hackebeil und eine Bürste. Und hier drüben, da liegt auch noch ein Hähnchenschenkel. Und hier auf der rechten Seite, da gibt es ein bisschen mehr zu entdecken. Links haben wir hier jede Menge Goldstücke und Goldbarren. Das könnten die Privatvorräte von Niffler sein, von seinem letzten Beutezug. Dann sieht man auch sehr schön, wie hier der Boden ja gepflastert wurde mit verschiedenen Steinen. Das sieht wirklich gut aus. Das sieht man von hier oben nochmal ein bisschen genauer. Also das sieht wirklich gut aus. Da rechts daneben haben wir dann noch einen braunen Eimer. Und ganz rechts haben wir noch ein Nest mit einem Okami-Ei. Hier seht ihr das Nest nochmal ein bisschen genauer. Das ist auch recht schön gestaltet worden. Hier hat man einen Kragen verwendet, den man zum Beispiel auch schon von dem Bricktober-Set kennt. Hier von dem Irrwicht. Das ist das gleiche Teil. Hier eben um den Hals. Gut, und das waren dann mal alle Details vom Innenraum des Koffers. Ich finde, so aufgeklappt kann man halt richtig gut mit ihm spielen. Aber ich werde ihn jetzt mal wieder zusammenklappen. Dann sieht man nochmal, ja, wie es eben aussieht, wenn alles zusammengeklappt ist. Das sieht dann so aus und ich finde, das sieht optisch schon richtig toll aus. Gut, und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert von dem Set. Vor allem die Tierwesen finde ich super. Die haben es mir richtig angetan. Der Koffer ist natürlich auch toll, der sieht super aus, hat tolle Funktionen. Aber die Tierwesen, die sind für mich so das Highlight an dem Set. Die Minifiguren sind natürlich auch super, die sehen optisch toll aus. Zudem bekommt man 4 Stück. Also das passt alles. Preislich finde ich das Set sogar auch ganz okay. 50 Euro für knapp 700 Teile. Klar, es sind zwar viele kleine Teile dabei, aber es sind auch ein paar exklusive Teile dabei, wie die großen Flügel oder auch die bedruckten Gesichter. Also daher kann ich eigentlich beim Preis gar nichts sagen. Aber wie gesagt, es gibt schon im freien Verkauf und da bekommt man es auch deutlich für unter 40 Euro. Und ich denke mal, das ist das Set auf jeden Fall wert. Das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.